Ein ganz herzliches Willkommen, liebe YouTuber. Zum einen gibt es mein Geschäft 10 Jahre. Das habe ich auch schön groß und breit ans Fenster geschrieben. Von allen Seiten sieht man also hier, dass es 10 Jahre Flower Style gibt. Und ich zeige euch ein paar Fotos vom Laden, wie der vor 10 Jahren aussah, wie ich gestartet habe. Es ist unheimlich viel passiert seitdem. Und ich habe auch noch ein tolles Videothema heute, und zwar das ist eine wunderschöne Staude, die Astrantie, und da zeige ich einen ganz tollen Strauß damit. Der Herbst ist da mit seinen wunderschönen Gräsern, und da gibt es diese ganz tollen Zebragräser, dieses wunderschöne gestreifte Gras. Ein ganz tolles Gras im Garten. Es gibt winterharten Chinaschilf. Es gibt auch kleinere Gräser, die winterhart sind, mit diesen tollen Färbungen. Das ist so fast wie Indian Summer, wie das leuchtet. Also es ist wunderschön, und das mit Chrysanthemen zusammen gepflanzt. Und sorry, Moment, wenn ich gerade mal... Hier gibt es auch noch tolle Gräser, die solche so schöne Fruchtstände ausbilden. Also es ist ein Traum, und allein diese Farbenpracht. Also sowas gibt es auch nur im Herbst, diese wunderschönen herbstlichen Stauden. Das ist ein Pfennigkraut, das hatten wir schon bei den Kräuterkörben. Das hängt bis zu 1 Meter lang runter, ist auch winterhart, also ein Traum. Aber im Laden gibt es auch noch viel, viel mehr zu sehen. Und deswegen gehe ich jetzt mit meiner Astrantie, mit dieser ganz tollen Gartenstaude, gehe ich rein, weil die ist ja heute das Thema für unseren Strauß. Der Herbst bietet noch viele tolle Themen, wie so wunderschöne herbstliche Kränzchen mit Getreide, mit stabilisierten, gefriergetrockneten Hortensien. Das sind also echte Hortensien, die sind mit Farbe versehen, und das sind nur Naturmaterialien, die wir reinmachen. Was besonders schön ist in Kränzchen, sind diese Mohnkapseln und ein blaues Limonium. Und die sind wirklich so haltbar und so schön. Wie sie jetzt hier sind, so bleiben die tatsächlich auch. Und dann habe ich noch was ganz Tolles, Neues. Die hohen Gläser. Ich blende nochmal einen Link zu einem Video mit hohen Gläsern ein. Meine hohen Gläser, die fülle ich immer wieder gerne. Und ich hoffe, man sieht es gut genug. Das sieht also hier aus wie eine Unterwasserlandschaft. Das ist ganz was Wunderschönes. Wir haben Wasserpflanzen mit einem Stein beschwert und in das Glas reingesetzt. Und die wachsen tatsächlich im Glas so schön. Haben wir ein paar schöne Steine unten rein. Und diese Gläser, die sehen ein bisschen so aus, wie wenn ich jetzt tauchen gehen würde, wie aus der Sicht eines Tauchers. Und vielleicht können wir es nochmal mit der Kamera so von hinten gegen das Licht. Dann sieht man noch ganz, ganz toll, wie diese Wasserpflanzen sich nach oben schlängeln. Willkommen im Arbeitsbereich. Vorne war ja der Kundenbereich. Und ich habe ja immer noch so ein paar nette Sachen zu zeigen. So ganz nebenbei zeige ich nochmal. Es gibt ja immer mal schöne Sträuße. Ich habe also einen ganz tollen Glückwunschstrauß für eine Hochzeit. Das ist ein edler, großer Strauß mit dem passenden Papier. Schön versehen. Das macht natürlich optisch auch noch mehr aus diesem Strauß. Und der geht morgen früh an die Empfängerin. Die wird sich bestimmt sehr freuen. Aber jetzt komme ich endlich zu dem heutigen Videothema. Und zwar, ich habe eine Gartenstaude. Das ist eine Astrantie. Eine winterharte Pflanze. Die kommt jedes Jahr wieder. Hat auch einen relativ großen Topf. Kann man sich also schön einpflanzen und kann diese tollen Blüten, das werde ich jetzt auch gleich machen, die kann man sehr schön nutzen, um diese Blüten in Sträuße zu binden. Und da schneide ich mir jetzt ein paar raus. So, das sind also hier diese schönen kleinen Blüten, Astrantien.
Ich habe die kürzlich auch ganz schön in einem Garten gesehen und da spiele ich noch mal ein paar Bilder ein. Und der Garten, den ich da gesehen habe, der hat mich auf die Idee gebracht für das Video. Und dann dachte ich, ich muss eigentlich eine Astranzie holen und muss euch mal zeigen, was man einfach Schönes, wie schön man die Pflanzen aus dem Garten auch nutzen kann für Sträuße. Heute zeige ich dir einen Blumenstrauß mit Rosen und Astranzien. Astranzie ist eine sehr, sehr schöne Gartenstaude. Die ist also bis leuchtend rot. Ja, ist oft so ein lila Ton. Hier sitzt noch eine kleine Hummel drauf. Und auch in diesem Weiß gibt es eine sehr robuste Gartenstaude, die einen halbsonnigen Standort möchte. Gerne nährstoffreiche Böden, die auch durch Teilen besser vermehrt wird. Und hier ist sie natürlich in einem wunderschönen, in einer tollen, urigen Umgebung, in einem schönen Garten, hat einen wunderschönen Platz. Und im Laden finden wir dann gleich einen Rosenstrauß und verarbeiten diese tolle Dolde, ja, man nennt sie auch Dolde, diese wunderschöne Blüte, verarbeiten die in einem schönen Strauß. Bis gleich im Laden. Finden kann. Die Astranzie gibt es in Weiß und in Lila. Die gibt es also in zwei Farben. Das ist jetzt die Weiße davon. So. Ich hab mir als Begleitblume, naja, die Hauptblume ist ja eigentlich fast die Rose, die Begleitblume ist die Astranzie. Aber ich habe mir so als Blüte einen schönen Kontrast ausgesucht und ich fand es am schönsten, wenn die hellroten Rosen mit diesem schönen Rand zu der weißen Astranzie gebunden werden. Da ich natürlich immer auf der Suche bin nach schönem Grün, bin ich auch wieder fündig geworden mit einem ganz tollen Efeu. Da ist ein Stiel schon fast so viel, wie ich für den Strauß brauche. Aber ich muss den natürlich erstmal richtig schön abteilen. Also der ist also so üppig, dass ich im Grunde genommen fast den Strauß schon in einen Stiel Efeu reinbinden kann. Ja, das ist natürlich Sahne. Das findet man so nicht immer. Und der Efeu ist jetzt auch wunderschön, weil er diese tollen Fruchtstände ausbildet. Auch das gibt es natürlich nicht zu jeder Jahreszeit. Der verändert sich total. Das ist Natur. Und ich muss leider ein bisschen was rausschneiden, um überhaupt eine runde Form zu bekommen. Weil sonst, so, ich brauche natürlich so ein bisschen was Kugeliges und fange an, normalerweise putzt man die Rosen ja, bevor man bindet, aber ich mache das einfach stereo. Das heißt, ich nehme bei den Rosen, mache ich die ganzen Blätter ab, weil die Rose, die hält natürlich besser, wenn ich weniger Rosenblütenblätter dran habe, weil die Blätter, die kosten den Rosenkopf nur Kraft. Und deswegen mache ich ja diese Blütenblätter ab. Die Pistazie, so kleine Seitenästchen müssen immer ab. Die Rosen sollen natürlich immer gut zu sehen sein im Grün, weil das Teure ist natürlich an dem Strauß, das sind die Rosen. Und ich platziere jetzt diese fünf Rosen schön und dann ziehe ich die Astranzien rein. Die Astranzie ist ganz, ganz wichtig. Die braucht einen schrägen Anschnitt, einen guten schrägen Anschnitt, weil ansonsten bekommt die zu wenig Wasser. Und wenn die nicht schräg genug angeschnitten wird, dann sieht man das auch relativ schnell, weil dann steht die nämlich nicht so stabil, so wie die frisch jetzt ist, sondern dann schlappt die. Dann hängt die auch ganz schlapp. Und dann ist sie ziemlich schnell beleidigt. Das kann die gar nicht leiden. Also ganz, ganz, ganz wichtig, ein frisches, gutes Floristenmesser. Ich erzähle es ja immer wieder, bei Floristik 24 bekommt man gute Messer und sehr gute Gartenscheren. Ja? Und auch diese Messer müssen immer wieder mal weggeworfen werden, müssen immer wieder ausgetauscht werden, weil die halten auch nur begrenzt und bleiben auch nicht so lang scharf. So, genau, wenn man so viel dreht, dann verrutschen einem manchmal die Blumen. Auch mir passiert es. Es ist auch immer gut, dass es mir passiert. Und es ist auch okay, dass es auch im Video passiert. Ich habe noch ein
sehr schönes Grün mitbesorgt. Das ist ein Korallenkamm. Der macht natürlich den Strauß so verspielt außenrum. Das ist jetzt ein Grün, das muss man tatsächlich kaufen. Das kann man jetzt mal nicht sammeln in der heimischen Region, weil das gibt es schlicht und ergreifend nicht. So, und damit ich jetzt auch einen Strauß mit einer gewissen Symmetrie habe, nehme ich einfach noch eine Rose dazu. Weil mit 5 Rosen will der einfach nicht so werden, wie ich das gern hätte. Deswegen nehme ich jetzt einfach die nächste dazu. So, platziere den Korallenfarn rund um den Strauß. Wie du siehst, der Korallenfarn, der hakelt ganz gern so ein bisschen zusammen. Und oh, meine Rosen wollen heute nicht so ganz dahin, wo ich sie hin haben will. Aber also auch das passiert einfach, wenn man einen Strauß in der Hand dreht, dann verrutschen die Rosen. Das passiert dir natürlich nicht, wenn du ein Gesteck machst. Da ist es viel einfacher, weil da kannst du die Stiele in die Steckmasse stecken und die können natürlich nicht verrutschen. Das ist auch die Kunst am Strauß binden. Und insofern ist es einfach die Realität, dass einem sowas auch passiert. Es gibt wunderschönes Weinlaub momentan. Traumhaft, so schön fest. Und dieses Weinlaub, das verwende ich sehr, sehr gern. Stützt es aber dann mit Kirschlorbeer. Am liebsten mit dem breiten Kirschlorbeer, weil der deckt schöner ab. Und das Weinlaub, das ist natürlich im Winter, nehme ich dann Aralien. Aralienblätter, aber im Sommer kann man ganz toll Weinlaub nehmen. Und hat auch, sieht schon, was für eine schöne Umrandung und wie edel das wirkt mit dem Weinlaub, der Strauß. So. Das macht natürlich immer, immer mehr draus. Nebenbei kommen schon wieder die nächsten Aufträge im Fax rein. Auch das steht nicht still. Deswegen die Hintergrundgeräusche. So. Dann nehme ich noch ein Blatt Weinlaub. Man sieht auch beim Binden, wenn man mit dem Kirschlorbeer noch stützt, dass das Weinlaub dann noch besser am Strauß sitzt. Ja, es ist also so die Stütze. Und wenn man das von unten sieht, dann stützt immer der Kirschlorbeer dieses Weinlaub ab. Ja? Und ja, das ist also für heute mein Blumenstrauß mit Astrantie und Rosen. Also ein sommerlicher Strauß. Und ich wollte dir einfach zeigen, mein Platz sieht jetzt natürlich wieder wild aus, aber das ist die Realität beim Blumenbinden. Aber ich wollte dir einfach für heute mal zeigen, was man so Schönes machen kann mit den sommerlichen Blumen im Garten und einfach ein paar Rosen dazu kaufen und wie hübsch dann eigentlich dieses Endergebnis ist, dass man sich selber so sommerliche Sträuße binden kann. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Ich freue mich über viele Daumen und viele Abonnenten. Erzähl's weiter und bleib dran. Die nächsten schönen Videos kommen bald. Bis bald. Alles Liebe.